Liebe. Die Fußballer. Und jetzt ist der Anstoß erfolgt. Per Play-Anstoß. Arminia Bielefeld im Ballbesitz. Und eben der Torwart Johnny Peitzmeier, ein Bekannter aus dem Altkreis. Peitzmeier vom SV Schnathorst. Für ihn also ein heimisches Turnier. Hier in Lübbecke. Und der erste Schussversuch. Liegentechnisch sehen wir hier schon einen Unterschied. Die Bielefelder in der Landesliga aktiv. Die U17 spielt Bundesliga. Die U16 der Armin allerdings in der Landesliga aktiv. Da aber oben dabei. Tabellenvierter. In einer Liga übrigens mit Preußen Espelkamp und Gutnasen-Totenhausen. Ein Großteil der Spieler da ja in unserer Mühlenkreisauswahl aktiv. Die Leipziger in der Regionalliga, ist das der höchste Spielklasse für eine U16 aktiv. Dort Tabellensechster mit 26 Punkten aus 12 Spielen. Schussversuch von Weking, Peitzmeier aber zur Stelle. Müller auf Peitzmeier. Langer Ball, rausgespielt. Klasse quergelegt, die große Chance. Ja, der war nicht einfach. Roberto Massimo. Schwieriger Volley. Wieder Massimo. Du hast wieder Massimo. Blick hochgenommen, Abschluss, hätte auch links drüber spielen können. Beschwert sich sein Kollege leicht. Joey Müller, der da auch gerne den Ball gehabt hätte. Gute Parade hier von Viking. Jetzt der Wechsel bei den Bielefeldern. Ja, da wollte Massimo an der Seite raus. Kam dann wieder rein, weil der Wechsel doch nicht zustande kam. Weil die Bielefelder nämlich nicht wie angenommen im Ballbesitz kamen. Jetzt aber alle Missverständnisse ausgeräumt und der Ball rollt wieder. Wicking. Peitzmeier raus, der Lupfer geht übers Tor und jetzt kann der Wechsel zustande kommen. Abschluss der Bielefelder. Die Leipziger waren in der letzten Woche schon aktiv beim Rangebau Cup in Berlin. Unter anderem auch die U16 von Hannover, Hertha BSC Berlin, VfL Wolfsburg haben teilgenommen. Gewinner des Turniers war ein
ebenfalls Turnierteilnehmer hier an diesem Wochenende. Der SFC Nürnberg siegte mit 6:1 über Carl Zeiss Jena. Also die Nürnberger präsentiert sich da in einer guten Form. Leipzig erreichte Platz 11. Aber etwas enttäuschender Auftritt der Leipziger. Trainerseite der Leipziger eine interessante Personalie. Trainer ist Sebastian Hoeneß. Ja, Name habt ihr schon richtig gehört. Ist der Sohn von Dieter Hoeneß. Also ganz prominenter. Spielte als Spieler bei Hertha 2 der TSG Hoffenheim. Bei Hoffenheim allerdings noch vor Erst- und Zweitliga-Zeiten. Und ist jetzt als Trainer aktiv bei den Leipzigern. Beide Mannschaften lassen es hier etwas ruhiger angehen als noch die Spektakelgruppe 2, die wir vorhin hatten. Vielleicht jetzt die Bielefelder mit einer Überzahl. Aber da bekommt Phil Becker auf den Ball nicht richtig verarbeitet. Wieder Auswirkung der Regel. Der Ball muss innerhalb von 4 Sekunden eingeschossen werden. Leipzig wechselte. Das dauerte länger als 4 Sekunden und der Ball wechselte zu Bielefeld. Klasse Ball jetzt, aber da kommt Dogan Yildiz leider nicht an die Kugel. Bielefelder, wie gesagt, Vierter in der Landesliga. Haben jetzt so keinen richtigen Torjäger. Bester Torschütze ist Roberto Massimo mit 5 Treffern. Der fiel uns ja eben schon auf. Ist also dabei. Zweitbeste Schütze Alexen Anandarayay. Heute nicht im Kader. Er mit 4 Treffern. Allerdings Gianluca Condiciono. Er heute am Start auch für die Bielefelder. Auch er, wie gesagt, 4 Treffer. Das war mal schön gespielt mit der Hacke. A-Blocker, aber das Peitzmeier da. Der bisher fehlerfrei spielt. Gute Parade. Sieben Minuten noch zu spielen. Das ist wieder Massimo, wie gesagt, Top-Torschütze der Bielefelder. Wir haben ein bisschen Zeit zurückzublicken. Wer war für die Arminen denn aktiv und hat es geschafft in den Profibereich? Da haben wir einen Namen, auch hier aus dem Mühlenkreis, Michael Hohnstedt. Profi beim VfL Osnabrück. Ayas Ausmann, diese Saison bei Dynamo Dresden. Der war sogar 2 Jahre hier. Ein Jahr mit den Bielefeldern. Und ein Jahr für die Mühlenkreisauswahl. Diego Demme war für die Bielefelder hier. Er jetzt Profi bei Leipzig. Marco Hober, eigene Wechsel vom DSC. Kaspar Tusbilko, mittlerweile erster FC Kaiserslautern, war für Arminia Bielefeld hier. Oder auch Stefan Ortega, mittlerweile bei den Münchner Löwen aktiv. Also die Bielefelder haben schon eine ganze Reihe prominenter Spieler hier auf der Platte gehabt. Robert Tesche ist auch noch ein Name, den vielen Bielefeld und auch Hamburg-Fans haben noch was sagt. Spielt mittlerweile in Nottingham in England.
auch eher aus der Bielefelder Jugend und beim Rebel Cup aktiv. Das war mal gut gespielt. Jetzt quergelegt, aber Massimo wird noch abgeblockt. Bielefelder Trainer impulsiv. Mein Name ist Peter Slavov, 39 Jahre Bulgare. Seit 2005 bei Mina Bielefeld. Diverse Jugendmannschaften zunächst als Co-Trainer und jetzt auch als Cheftrainer übernommen. Und jetzt seit Sommer für die U16 aktiv. Freistoß Leipzig. Nico Böhmer steht bereit. Böhmer trifft zum 1-0 für Leipzig. Das erste Tor in diesem Spiel erzielen von Jessen Sommer, Leipzig durch Nummer 5, Nico Böhmer. Es heißt 0 zu 1. Das ist wieder Massimo. Hat ein bisschen Zeit, sich aufzudrehen. Kann jetzt Tempo aufnehmen, nicht den Ball quer. Und das war eine Riesenchance für Bielefelder. Tolle Parade. Gianluca Quanciono war da aktiv. Und im Gegenzug sofort das 2-0. Wie so oft im Fußball rächt sich die Chancenverwertung. Das war Tom Kraus für Leipzig. Knapp 4 Minuten vor dem Ende gehen die Leipziger hier innerhalb weniger Minuten in Führung. Freistoß für Arminia. Abgefälscht. Die Bielefelder kommen nicht endgültig so richtig zum Abschluss. Immer ein Fuß dazwischen. Jetzt der Anschlusstreffer für Arminia Bielefeld, Adrian Wanner. Anschlusstreffer für Arminia. Oh, und die Leipziger nicht ganz wach. Adrian Wanner mit dem Namen auf Vorarbeit von Torgefunk. 3 Minuten vor dem Ende. Also es wäre noch Zeit genug, das Ding hier mindestens auf Unentschieden zu bringen. Eine schöne Mitnahme, klasse Abschluss. Ah, Palzmeier ist da. Technisch sehr hochwertig. Jetzt ja die große Chance zum Ausgleich, aber das war schwer zu kontrollieren. Thank you.
Justus. 2-2. Schönes Tor. Torgo Funk. Jetzt die Chance, das Ding zu drehen, der verpasst und eine Riesenparade. Das war Joshua Jonas Wilking. Bielefeld jetzt auf einmal mit Dauerdruck. Da ging 13 Minuten ganz, ganz wenig vom Tor und jetzt auf einmal sind sie richtig aktiv. Und Wilking muss in allerhöchster Not retten. Jetzt der Gegenzug. Leipzig, Pfosten, Nachschuss, Tor für Leipzig. Murat Mamudov. Murat Mamudov. 2-3. Die Partie ist richtig munter geworden. Drei Sekunden auf der Uhr, die Bielefelder haben noch Zeit auszugleichen. Jetzt aber die Leipziger. Oh, Ball verzogen. Ball wieder im Spiel. Kreismeier hat ein gutes Spiel gemacht, trotz dreier Gegentore. Und da geht ein Bein, das war ganz wichtig. Nochmal dazwischen. Nico Böhmer. 15 Sekunden auf der Uhr. Ah, da war der Abstand nicht eingehalten. Oh, da schießt der Schäfer jetzt ein. Weizmeier. Oh, bezieht das Ding. Ganz so. Die Zeit ist angehalten. Der Ball wird eingerollt. 10 Sekunden auf der Uhr. Bielefeld hilft jetzt und Dauerdruck. Ein Ballgewinn muss noch sein. Jetzt Weizmeier. 3 Sekunden auf der Uhr. Abschluss muss jetzt erfolgen. Schießt. Daneben. Leipzig gewinnt mit 3-2. Das erste Spiel.